Und eins kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, das wird bestimmt ein stimmungsvoller Abend. Singen, tanzen, lachen. Heute Abend ist alles möglich, denn bei mir die beiden Musical-Stars Annika Bruns und Pia Daus. Hallo. Ganz herzlich willkommen. Müssen wir jetzt sofort los. Das kam aber wie auf Kommando, das mit dem Lachen, ne? Müssen wir jetzt los tanzen? Oh, nein, aber gleich, ne? vielleicht können wir ja dann noch das schön eine oder andere. Und singen werden wir auch noch live heute Abend. Absolut. Während der Sendung. Und wir duzen uns. Cool. Gerne. Sie haben es vorgeschlagen, ihr habt es vorgeschlagen. Ja. Ich nehme das natürlich gerne an. Ich habe auch ein bisschen darauf hingearbeitet. Bevor wir weitersprechen, gibt es jetzt erstmal einen kurzen Einblick von Judith Strunk über die beiden. Wenn sie was aushecken, muss es heiter werden. Annika Bruns und Pia Daus gehören zu den Stars der Musical-Szene. Pia wird in Holland geboren. Auch wenn es nicht so aussieht, die Bühne war lange nicht ihr Ziel. Heute wird sie am Broadway und in ganz Europa gefeiert, vor allem in der Rolle ihres Lebens, Elisabeth. Auch Annika liebt schon früh die Verwandlung. Sie wächst in Israel und Amerika auf, denn ihre Mutter ist Journalistin Wiebke Bruns. Seit über 20 Jahren spielt Annika die großen Rollen. Die beiden sind dicke Freundinnen und das feiern sie in ihrer Show und auf dem roten Sofa. Pia Daus und Annika Bruns. Ja, Annika, erste Rolle als Pippi Langstrumpf konnten wir eben gerade feststellen. Ja, das war süß. Die Sommersprossen sind auch ein bisschen weg inzwischen. Also, ja, wir arbeiten dran. Ne? Die eigene Show von euch beiden, Still Friends. Jetzt am Montag, 22.03. im Operettenhaus in Hamburg. Ja, und da spielt auch ein rotes Sofa eine Rolle. Das stimmt. Genau. Wie seid ihr denn darauf gekommen, auf dieses rote Sofa? Haben abgeguckt. Das glaube ich. Einfach abgeguckt. Ich sag, das klappt hier, also klappt das bei uns auch. Ja, wir haben es koordiniert. Ne? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Jetzt, ihr seid beide im Geschäft, ihr singt ganz viel. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, noch mehr Arbeit zu machen und jetzt eine gemeinsame Show auf die Beine zu stellen? Ja, ich denke, wir singen schon so lange zusammen und wir lieben es, zusammen zu singen, weil unsere Stimmen auch so, ach, ich weiß nicht, irgendwie so zusammenschmelzen. Und ich weiß gar nicht, wann wir drauf gekommen sind, aber... Ja, wir an dem Küchentisch zu Hause bei uns. Und dann ging das immer so weiter, dass wir uns so selten sehen und dass wir 2001 zuletzt zusammen Elisabeth gemacht haben. Ja. Und dass wir jetzt schon schwuppdiwupp ein paar Jahre später haben. Und dann kam die Idee, wir machen eine Show. Ja. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, wir sind so eng befreundet. Und der rote Faden ist, dass wir auch zusammen gewohnt haben und dass wir dieselben, teilweise die gleichen Rollen, nicht immer gleichzeitig, aber bei Elisabeth war es dann auch gleichzeitig gespielt haben und wir sind einander nie an die Kehle gegangen. Wir haben nie und das ist ja in dem Business, schätze ich mal, schon ein bisschen schwierig, genau. Ne? Oder? Weil man muss da ja auch mit Ellbogen sich ein bisschen auf die großen Bühnen der Welt singen, oder? Ja. Ja, manchmal schon. Und ich glaube, wenn man dann als Erstbesetzung und alternierende Besetzung, das ist auch so schön, wenn man so gute Freundinnen ist, dann ist immer ein bisschen spannend, wie geht das dann? Aber bei uns ging das so toll. Mhm. Und das haben wir einfach, diese Erfahrung haben wir ins Herz geschlossen gehabt. Und wenn wir dann so zusammen singen zwischendurch, denken wir auch, oh Gott, das ist einfach so toll. Jetzt weiß ich ja nun, dass ihr gerade von der Probe kommt aus dem Operettenhaus und habt also den ganzen Nachmittag, den ganzen Tag gesungen und geprobt. Aber ihr seid ja nicht ständig zusammen. Pia ständig unterwegs, Annika auch viel unterwegs, natürlich jeden Tag der Job. Und dann habt ihr über Skype geprobt. Ja. Oh. Das heißt über Telefon mit... Kann man sich gar nicht vorstellen, wie geht wir geprobt denn sowas? Haben. Wie geht denn das? Wir haben in November, glaube ich, 2 oder 3 Tage geprobt. Das war's. Da haben wir die Show hingestellt. Entwickelt sozusagen und dann Monate nicht und dann immer über Skype. Ich war dann irgendwo auf Tour. Das heißt, man wählt sich also ein über einen Laptop, das muss man vielleicht mal erklären. Das Problem ist das Delay. Das Problem ist miteinander singen und das Delay. Was wir dann zum Schluss gemacht haben, ist, wir haben über Skype mit diesem kleinen Telefonstick, das heißt, es ist ständig zusammengebrochen und wir waren da und haben dann per Telefon und und Video gesehen und den Ton ausgeschaltet. Weil die Telefonübertragung ist vom Singen her besser als mit dem Skype. Also da machen wir nachher mal einen Test, wie diese Proben geworden sind, ob das was Gutes gibt. Aber ich glaube, ich bin da guter Hoffnung, werden wir gleich noch live singen. Wir sprechen gleich weiter. Vorher Annika Bruns und Pia Daus heute Abend auf dem roten Sofa. Musical Stars, nicht nur in Deutschland, im Grunde sogar weltweit. Sag mal, für Zuschauer ist die eine Seite, aber was bedeutet es eigentlich an Besonderem für einen Darsteller, für einen Künstler auf einer Musicalbühne zu stehen? Pia. Das, was ich immer so toll finde, ist, dass man etwas teilen kann, dass man in eine andere Geschichte schlüpft, dass man ein Leben darstellt von einer anderen Person und dass man aber
die Kontaktpunkte, also worum es geht, die Einsamkeit oder die Liebe oder der Wut, dass man das eben teilen kann mit dem Publikum und dass die dann weggehen, entweder mit einem ganz tollen Abend, wo sie gelacht haben, wo sie einfach aus dem Alltag herausgekommen sind, oder dass sie etwas mitnehmen, worüber sie nachdenken können und mit ihrem Leben etwas machen können. Das finde ich am schönsten, weil wir Tanz, Gesang und Schauspiel verbinden können, können wir auf drei Ebenen die Leute erreichen. Die 3D-Bühne, ne? Eigentlich schon, ja, genau. Avatar ist den will ich nicht gleich vergessen. Ne? Genau. Ja. Aber Kritiker sagen ja ganz oft, okay, Musical-Stars, Musical-Künstler, die können singen, die können tanzen, die können schauspielern, aber was sagen sie immer, nichts richtig, oder was? Ne? Ja, das ist immer das ist Konsensus. Schade, ja. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Medien in Deutschland leider ein bisschen, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, ein bisschen hinterherhinken. Das bedeutet, als an Ende der 80er, Anfang der 90er hießen wir noch nicht Musical-Darsteller, wir hießen Opernsänger. Ja. Dieser Begriff Musical-Darsteller als Berufsbezeichnung wurde erst 92 oder 93 überhaupt festgelegt. Und dementsprechend gibt es gibt Opernkritiker, es gibt Ballettkritiker, es gibt Schauspielkritiker. Und für die können wir natürlich nichts richtig, ist klar. Ja. Die Musical-Kritiker sind noch sehr dünn gesät in der Republik. Ja. Und inzwischen hat sich das Publikum emanzipiert. Das Publikum sagt, das finden wir gut und das finden wir nicht gut. Und die Kritiker sind noch nicht wirklich in der Masse so, dass sie sagen, ich bin Musical-Kritiker und das mit Leib und Seele, sondern ich bin Ballettkritiker und ich gehe auch mal zum Musical. Gehe ich natürlich mit dem Anspruch auch, ne? Ja. Und dann können wir natürlich nichts richtig, so ein Quatsch. Mhm. Das ist vollkommen Blödsinn. Aber es hat auch damit zu tun, dass man natürlich Musical nur sieht als so Musical, aber wenn man Filme guckt, niemand sagt, ich mag keinen Film. Film ist Horror, Humor, Romantik, Drama, Romantik und so weiter. Aber Musical ist genau das Gleiche. Es gibt Entertainment-Musical, klassische Musicals, Rock-Musicals, Rock'n'Roll-Musicals, Art-Musicals. Also es gibt eine riesen Palette an Musicals, aber man denkt immer, dass es nur eins gibt. Und ich glaube, da ist auch der Fehler. Das Schöne ist ja, das Publikum entscheidet. Publikum entscheidet erstens durch Applaus, zweitens durch Kauf der Eintrittskarte. Und wir waren auch mal unterwegs und haben mal nachgefragt, was mögen Sie denn eigentlich gerne an Musicals? Mir hat sehr gut Saturday Night Fever gefallen und auch das Joseph Musical. So, da gibt es Gesang, Tänzerei und alles so nicht so trocken, sage ich mal. Man kann da mitmachen auch und etliche Lieder gibt es ja auch zum Mitsingen. Und das finde ich irgendwie gut. Je mehr es gibt, desto abgedroschener werden sie mit der Zeit. Irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, also jetzt brauchst du mich nirgendwo mehr im Musical zu schleppen. Das war, glaube ich, bei Elisabeth. Super, ich liebe Musik. Spitzenmäßig. Könnte den ganzen Tag Musik hören. Und welches Musical gefällt ihm besonders? Herr, Elisabeth und Cats. Genau. Alles so, was es gibt. Eigentlich nichts Spezielles.